Oh, willkommen zurück. Wollte ja gar nicht. Wollte ja sprinten und dann darüber springen, wenn das geht. Da oben kann ich gar nicht sprinten, oder was? Kann ich da oben nicht sprinten? Nein, das reicht anscheinend nicht. Oh, der ist auch tot. So, ist nur die Frage, wie kommt man hier hoch? Abgeschlossen. Tötet Raiden, der kann... Bericht den Siedlern von deinem Erfolg. Das machen wir aber. Vorher gucken wir uns hier natürlich um. Wir sind ja jetzt außer Gefahr. Können wir uns hier mal ein bisschen umschauen? Besen. Ja, aus. Glaube ich noch nicht. Metalleimer, nein. Alueimer nehme ich gerne mit, aber einen Metalleimer nicht. Und man hat es ja vorhin gesehen, es können immer mal wieder Ghoule hier irgendwo. Ach was? Unser Hund kommt da durch. Ich kann da in der Mitte nicht durchlaufen. Hier komme ich auch nicht vorbei. Will ich hier ganz außen rumlaufen. Na, manchmal ist das Spiel ein bisschen... Guck mal, wenn ich rauszoome... Ja, warum soll ich da auch nicht durchpassen? Ja. So, gut. Also, hier geht es auch nirgends raus, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt doch, die einzige Möglichkeit, um da hochzukommen. Ja, das kann ich. Das hier aber auch. Ja, auch. Die einzige Möglichkeit, die es doch gibt, ist wirklich hier rüberspringen. Machen. Da runterkicken. Hund, geh weg. Ja, komm, komm, komm. Jawohl. Bam, Automatikpistole. Du trägst sie. Voll. Was hat der noch? Besser ist, ne. Den nehmen wir noch mit. Nein, denke ich. Nee, ich kann ja... Ach, wenn ich überladen bin, kann ich ja... Ja gut, dann muss ich nachher gucken, was ich noch wegschmeiße. Ja. Das ist doch schön. Wir schlafen eine Stunde. Toll. Gibt's hier noch? Schrauben. Ja, ich trage zu viel, ich weiß es. Geh auch gleich. Ja gut, ich kann ja eigentlich... Ich geh zum Porten dann. Was ablegen. Dann nehmen wir natürlich Kleidung. Das haben wir schon. Nein, wollte ich nicht. Da ist. Ist denn jetzt wieder hier? Der hier, ganz. Wurzzeug. Eins haben wir auch schon genug, ne? So. Hier liegt doch bestimmt irgendwo dieser Jared rum. Dass man selbst spricht. So, Jared. Corviga Safe Schlüssel. Ich bin da. Wo denn? Ich habe doch die Raider erledigt. Jetzt kommen da neue. Da noch einer.
ganzen Tag lang machen. Ich auch. Ah, jetzt muss ich nachladen. Shit. Wo ist er, der junge Mann? So. Das will ich nicht mitnehmen. Lederrüstung minus Arkring. Schwer Impro-Pistole. Die würde ich ja schon gern mitnehmen. Die halt. Ja, so viel wie. Nichts. Können wir doch was ablegen. Weg. Okay. Brocknack der Barbar. Also. Du hast deine Ausgabe von Krocken der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen besagten Dauer 5% mehr Schaden. Ja, nehmen natürlich. Ah. Oh, Jared's Terminal. Ja, das nehmen wir alles mit. Terminal gehen wir gleich. Ach, guck mal, was der hier alles hat. Impro-Gewehr mit Bajonett. Leichtbau gekocht, Lederrüstung. Taschengehärtet. Die Taschen ist ja lustig. Wenn ich die anziehe, habe ich bestimmt mehr. Aber mal mit Taschen. Ja, das nehmen wir, ne? Oh ja, können wir mehr tragen. Das ist ja nett. Das hier ist auch bombig. Leichtbau gekocht. Da nehmen wir. Lass mal weg hier. Ja. Okay. Gut. Bodenkorken. Was? Aber irgendwo muss hier noch ein Safe sein. Der Safe. Ich hab doch jetzt diesen Schlüssel von dem. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Safe. Ja, jetzt gucken wir erstmal im Terminal. Vielleicht sagt er uns ja was. Nicht niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Looney und Crystal entweder die letzten Kugel erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Befragt. Haben wir. Befragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft. Ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Alle haben sich als wahr erwiesen. Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, anderen Banden. Niemand hätte eine Chance. Aber nicht funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Objekte. Sind nicht die Camps. Sie sind nur die Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadel gehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Sind Objekte. Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge. Aber das Gerücht über kostenlose Camps hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor der Plünderung von Lexing. Loni denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu erhalten. Aber Loni trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie schmeißt ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis für neue Visionen bei ihr. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung geht. So ein Scherz gegen Keks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin verkleidet ist.
Das ist wohl ich und mein Team. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt. Oh. Damit sie sie schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles schon gesehen. Einwerfersteuerung. Im Diagnose. Der Scheinwerfer verknüpft. Offline. Okay. Das ist natürlich toll, dass da jetzt das Tab drüber. Das ist ja. Sturmsteuerung. Seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Monitore. Deaktivieren. Gut. Gut, aber wo ist der Safe? Ich hab doch jetzt hier. Warte mal gucken. Inventar. Versus. Corvega Lagerschlüssel und Corvega Safe Schlüssel. So. Der Safe. Wo ist der Lager? Das Lager. Hier oben ist nichts mehr. Aussieht. Wir haben alles abgesahnt. Ja, wurscht. Komm mal. Commonwealth. Jetzt hier direkt raus. Ich könnte direkt hier rein. Ach nein, das war die Tür, die verschlossen war. Jetzt. Ganz am Anfang vor 3 Folgen oder so verschlossen war. Ja, jetzt geht's. Okay. Das will ich ja aber gar nicht. Ach, Hundi. Lass mich da. So, ich will ja wieder hier rein. Ich will jetzt erstmal noch den Safe suchen. Hier irgendwo sein. Mach ich mit ihm. Terminal und aktivieren. Das hacken wir mal kurz. Was mir das bringt, ob ich den dann hochfahren kann. Hier den. Okay. Hier, guck mal. Zack. Falsch Eintrag. Eins hier nicht geben, oder? Falsch ein. Okay, dann fangen wir mal an. Front. Ein Treffer. Das kann es nicht sein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das könnte sein. Ein Treffer. Das kann es nicht sein. Das sein. Wär's. Da haben wir es doch schon. Protektron-Steuerung. Protektron-Steuerung. Okay. Ja, hier. Einer deaktivieren. Aktivieren. Zeitsmodus. Da machen. Konstruktion nehmen. So, gut. Aktivieren.
Beweisen Sie es allen der Nähe. Mach Platz. Das darf ich jetzt erst machen, okay. Cool. Was bringt mir der jetzt? Warnung. Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden. Ja, klasse. Ich schütze und diene. Okay, was macht der jetzt? Wo geht der jetzt hin? Kann ich den anschießen? Ich probiere das mal. Oh. Hat der jetzt was dabei? Schallplatte, Militärstandard. Cool. Da. Nee, das machen wir nicht. Laden wir nochmal kurz. Aktiviert haben wir den. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, so, dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Safe. Meins bei den Mann. Nach oben? Wo geht's denn hier noch nach oben? Nein. Jetzt nur nach oben. Aha, okay. Wo sind wir jetzt? Hier waren wir ja auch schon. Irgendwas drücken. Jetzt raus, ne? Wo finde ich jetzt den Safe? Das ist natürlich die Frage. Hier waren wir überall, hier ist kein Safe. Hier waren wir doch auch. Hier ist doch auch nichts mehr, oder? War doch nicht. Irgendwann safe aufmachen konnte. Ich habe ein Gefühl irgendwie. Trage ich wirklich zu viel wegen diesem Feuerlöscher? Den würde ich gerne mitnehmen. Okay, der Safe wird jetzt auch nicht hier irgendwo am Anfang rein von dieser Anlage. Das ist natürlich die Frage, das ist halt riesig hier. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Safe sein soll. Wir haben die einfach bei Ghoule eingesperrt, das ist halt auch schon Elend. War ein toter Geschützturm. Safe. Lagerhallen hier. Caesar. Den 40. Revolvergewehr. Hier.
Revolvergewehr. Macht natürlich noch Schaden als. Noch zu schwer? Ja. Hier aber also auch nicht. Dann sind wir doch eigentlich durch, oder? Jetzt wieder hoch, dann gehen wir halt nochmal ganz runter, gucken uns. Hier war ja nur das Ghoul-Dings, da war doch nicht. Hier noch ein Safe. Hier war doch kein Safe. Hier ging's. Oh ja, hier ging's nach Commonwealth. So, hier ging's. Frage. Das ist echt cool gemacht hier mit den Teilen. Safe sein, der ist in irgendeinem Büro oder so. Ein Lagerraum. Ja. Weiß ich schon, wer safe ist. Da ist bestimmt irgendwas Schönes drin. Jetzt ist er doch da oben. Oh, da gefunden. Schuss gehört. Wie eigentlich? Was sind wir hergekommen? Gar nicht. Guck mal da, da waren wir echt noch nicht. Ja, geil. Ich sehe die also nicht. Ja. Oh. Da, guck mal. Komplett getarnt, der junge Mann. Cool, hier waren wir echt noch nicht. Da würde ich sagen, dann gehen wir nächste Folge mal hin. Bis dann. Tschüss.